So, wir haben hier auf jeden Fall mit dem Torschützen Haris Seferovic. Gratuliere erstmal. Dankeschön. Voll random, dass wir gerade hier ineinander laufen. Ja. Aber Jo, mir hinter, wie ich unter anderem Haris Seferovic getroffen habe beim Nations League-Spiel der Schweiz gegen Portugal, das seht ihr in diesem Video. Jo, jo, was geht ab, mir hinter? Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall, heute geht's zu Schweiz gegen Portugal. Leute, ich habe extra ein Ticket geholt für 300 Euro oder so. Und ja, nur wegen Ronaldo. Und Ronaldo sagt einfach ab, weil sich der Trip nicht lohnt. Mega nice. Egal, wir gehen trotzdem hin. Ich glaube, Bruno Fernandes wird spielen, ein paar andere gute Spieler, Granit Xhaka wird da sein, Cheddar Shaqiri, den ihr kennen könntet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich da. Ich bin gerade unterwegs mit dem Bre-Cover. Es geht gerade jetzt nach Genf. Er fährt mich auf Ehre. Und ja, was sagst du, wer gewinnt? Es gibt einen Unentschieden, Bro. Okay, ich sag, Portugal gewinnt wieder. Ich sag diesmal 2-1. Okay. Leute, ihr habt immer noch mein T-Shirt. Sag mal, Neymar. Neymar. Oh, mi pelota todavía tienes, ¿no? Sí, tengo. Nice. Mira, wie geht's dir? Todo bien? Todo bien. Me voy. Chao, Anthony. Chao, bro. Sí. Papa, geht jetzt der Kiel mal nach Ghana? Wer gewinnt? Schweiz. Wie viel? 2-1. Okay. Ciao, ciao. So, Leute, auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg zum Stadion. Es ist alles hier extrem abgesperrt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal ja, zu ein paar Schweizer, zu ein paar Portugiesen und holen uns mal ein paar Stimmen zum Spiel. So, mir hinter, der Bre ist gerade zu mir gekommen. Was sagst du zu Ronaldo, ne? Ich bin extra von Glarus hierher gekommen, zum Ronaldo zu sehen. Und jetzt? Ja, okay, was sagst du, was wird jetzt das Spiel ausgehen? Schweiz ist gerade sehr schlecht, aber ich denke 3-1. 3-1 Portugal? Ja. Okay. So, mir hinter, ich bin jetzt mit den zwei Brasier. Ça va, ça va? Alles gut? Sie sind extra von Frankreich. Du viens de France, non? So, Leute, das sind jetzt gerade. Wie viel macht die Schweiz, Mädels? Na? Leute, die sprechen eben kein Deutsch, weil die sind aus der. Weil wir sind ja in Genf. Bonito, gell? Was geht ab, Bruder? Yes. Was sagst du im Spiel, Bruder? 4-5-0. Aber sag schnell deinen Kommentar zu Ronaldo. Sag schnell. Schade, schade, aber wir können es auch ohne. Haben wir bewiesen 2016. Okay, okay. Ciao. So, mir hängt auf jeden Fall. Ich hab hier mit Fabrice. Alles klar, Boys? Genau, Bombe. Alles gut? Ja. Okay, wollte ich schon machen? Okay, was sagst du im Spiel? Wer gewinnt? Portugal 3-2. 3-2, Bruder, 4-0. So, mir hinter, der Groupie Cubanito versucht jetzt mal den Spielerbus zu finden. Wir laufen jetzt einfach mal. Also da stehen auf jeden Fall richtig viele Leute. Der Bre hier, einfach Abonnent. Was geht ab? Yes. Ja, für das haben wir jetzt gewartet. Hey Jungs, mach's gut, ja? Ciao Jungs! So, Mirte, wir sind jetzt im Stadion angekommen und Leute, ihr könnt es sehen, Plätze sind überragt, ist halt richtig, richtig dumm. Leute, dass Ronaldo nicht da ist, aber was soll man machen, Mirte? Auf jeden Fall, der Portugal-Block da macht übelst nice Stimmung. Ja, hey, ich zeig euch jetzt mal ganz gut die Plätze nochmal. Sehr, sehr wild. Also, Mirte, ihr könnt sehen, da Fernsehen. Direkt da. Da drüben werden die Spieler reinkommen. So, Mente, der Bre ist gerade gekommen. Wie heißt du? Ruben. Ruben? Ruben, ja. Was sagst du dazu, dass Ronaldo nicht gekommen ist? Schlecht. Schon traurig, oder? Ja. Mente, hier schon die Nächsten. Was geht ab, Jungs? Alles klar, Boys? Was sagt ihr Spiel? Wer wird gewinnen? 3-1 Portugal. 3-1 Schweiz. 3-1 Schweiz.
Momente. Jetzt bin ich mit meinem Mod, er ist immer supporten. Harbin, Bruder, er ist schön, dass du siehst. Ganz kurz, was sagst du dazu? Du warst derjenige, der mir die Nachricht hat, immer das von Hause nicht kommt. Gebrochen. Eine Prediction, wie viel? 3-1. Momente, da kommt die Schweiz, da ist gerade Serdan Shaqiri, sprich wahr. Das ist Portugal. Shaqiris warten mit dran, ja? Boah, was ein Freischuss von Leon. Tschüss! Boah, was ein Freischuss von Leon. Erstmal den Ball, aus der Gefahrenzone raus. Leute, ihr könnt es auch hören, gefühlt ist hier das Stadion komplett Portugal. Ich höre gar nichts, Portugies am Ausrosten. Okay, wir hätten der Ref geht jetzt nochmal zum VAR-Check. Das ist doch noch nicht sicher. Kiri hat entschieden, 11 Meter aberkannt worden. Glück für die Schweiz, abseits. Leute, ich glaube, bei Champions wird es leider nicht weitergehen. Wie er ihn da stehen lässt. Aber Leon, das ist der Mann. 70 Spiele, glaube ich. Laut Transfermarkt ist der Mann wert hier. Das war's in der ersten Halbzeit. Die Schweiz und man trennt sich 1-0 aus Sicht der Schweiz. Ihr Abonnent, wie heißt du? Levin. Was sagst du in der ersten Halbzeit? Ganz okay. Ganz besser für die Schweiz auf den ersten Torwart weg. Wie jetzt ausgehen? Ich sage 3-2. Okay. Renato Silva und Thiago werden noch reinkommen. Ja, auch raus. Übrigens, mein Handy ist einfach leer und der Bre hat mir einfach sein Handy gegeben. Ich küsse dein Herz, weißt du? Kein Problem. Tobias. Ich küsse dein Herz. So Leute, für Brelenbohle geht es leider nicht mehr weiter. Kommt rein Steven Zuber. Kennt man ja auch aus der Bundesliga. Uff.
heißt, noch ein bisschen mehr als 10 Minuten auf der Clock. Ja. Ich glaube, die Schweizer machen das, Leute. Eskalation! Er rast auch komplett aus hier. Junge, hier wäre Ronaldo gewesen, ja, seine Mann. Aber nein, er schwimmt einfach jetzt auf seine Yacht. Hier ist es zu Ende, Leute! So, Mente, auf jeden Fall, Tobias hat mir das Leben gerettet, habe ich ja schon gesagt. Wir haben jetzt gerade per Airdrop, hat er mir die Files geschickt. Ey, vielen, vielen Dank, Mann. Kein Problem. Selbst was ich nicht machen kann. Nein, alles gut, wirklich, danke schön. Okay, top. Auf jeden Fall, Leute, ich würde auch sagen, das war's vom Video. Und naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wisst Bescheid, kommentieren. Euch wünsche ich noch einen ganz schönen Abend. Und ja, Leute, wisst Bescheid, schreibt in die Kommentare, wo ich das nächste Spiel zuschauen gehen soll. Und naja, November. Peace. So, mir Hände auf jeden Fall mit dem Torschützen Haris Seferovic. Ey, gratuliere erstmal. Dankeschön. Voll random, dass wir gerade hier ineinander laufen. Ja. Aber ja, ey, gratuliere, gib weiter Gas. Ich habe über Adrian Behrami öfters von dir gehört. Gerne, ich habe auch das Video gesehen. Ja. Sehr schön. Und ja, wir grüßen auf jeden Fall dich, Adrian, weiß Bescheid. Alles Gute. Gib weiter Gas. Und vielleicht können wir auch was machen, wenn du Bock hast. Nächstes Mal auf jeden Fall, wenn ich wieder zurückkomme. Okay, perfekt.